Die Allianz Kundler German Juniors des Jahres 2017 sind Geschichte. Mit zwei hochklassigen Finals zwischen der deutschen Jule Niemeyer und Anna Laguza aus der Ukraine sowie Lokalmatador Rudolf Mollica und dem unerwartet ins Endspiel gekommenen Stefan Palosi aus Rumänien ging das einwöchige Tennisfestival der weltbesten Junioren im Steffi-Graf-Stadion zu Ende. Mit Niemeyer, der Nummer 8 der Setzliste und der zwei Plätze tiefer positionierten Laguza, standen sich zwei ähnliche Spielertypen gegenüber. Beide bevorzugen dynamisches, kraftvolles Tennis von der Grundlinie, verfügen über einen guten Aufschlag. Und beide kommen, das bewies die Turnierwoche, manchmal schwer ins Spiel. Diesmal traf es die Deutsche. Sie verlor gleich ihr erstes Aufschlagspiel. Doch Niemeyer wollte ihre Gegnerin nicht davonziehen lassen. Mit einem Vorhandkracher holte sie sich das Rebreak. Die Dortmunderin war im Match. Mit guten Aufschlägen, sicherem Vorhandspiel und einigen unerreichbaren Stoppbällen dominierte Jule Niemeyer nun das Spiel, zwang Laguza durch ihre druckvollen Schläge zu vielen Fehlern und nahm ihr mehrere Aufschlagspiele ab. Die Dortmunderin ging 5:1 in Führung. Bei eigenem Service beendete sie Satz 1 mit einem kraftvollen Schmetterball. Laguza verschwand daraufhin in den Katakomben des Stadions. Und die Pause verfehlte ihre Wirkung nicht. Zum zweiten Durchgang stand eine wie ausgewechselt wirkende Ukrainerin auf dem Center Court. Im zweiten Satz habe ich schlecht angefangen, aber ich muss sagen, sie ist auch sehr gut zurückgekommen. Sie war sehr, sehr pumped auch und war richtig da von Anfang an, vom ersten Punkt im zweiten Satz. Und es war für mich sehr schwer dagegen zu halten, aber dann habe ich zum Glück bei 1-5 und drei Satzbälle gegen mich, habe ich es doch noch geschafft, das Match umzudrehen. Jetzt machte Niemeyer die Fehler. Laguza bekam Oberwasser, die Deutsche war plötzlich verunsichert. Die Folge 5:1 Führung der Ukrainerin, alles sah nach einem dritten Satz aus. Doch den wollte Jule Niemeyer auf keinen Fall. Sie startete eine grandiose Aufholjagd. Ihr gelang jetzt alles. Gutes Service, unerreichbare Stops, Passierbälle. Jule glich zum 5:5 aus. Eine Schlüsselszene des Matches. Jetzt war die Deutsche oben auf, die Ukrainerin im Tief. Laguzas Nerven lagen blank. Breakchance für Niemeyer, die sie eiskalt zum 6:5 nutzte. Medical Timeout für die Ukrainerin. Doch Niemeyer ließ sich davon nicht beeindrucken, verwandelt ihren ersten Matchball zum siegbringenden 7:5. Mein erster Titel auf der ITF Junior Tour, das ist natürlich für mich persönlich sehr wichtig. Vor allem auch hier in Deutschland ein Turnier zu gewinnen, ist immer sehr erfreut. Ja. Auf Topfavorit Rudolf Mollica wartet im Finale der Junioren der Rumäne Stefan Palosi. Beide durchtrainierte, kraftvoll spielende Athleten, die sich nichts schenkten und um jeden Ball kämpften. Bis zum 4:4 gewann jeder der beiden seine Aufschlagspiele. Dann gelang Mollica mit gut gesetzten, variablen Aufschlägen die 5:4 Führung. Danach nahm er dem Rumänen den Aufschlag mit punktbringenden Returns ab. Satzgewinn. Es zählen halt einfach die wichtigen Punkte, die sehr eng sind und die habe ich heute für mich entscheiden können und deswegen lief das Match im Endeffekt für mich. Ja. Zu Beginn des zweiten Satzes drohte das Spiel zu kippen. Mollica verlor seinen Aufschlag, Palosi zog schnell auf 2:0 davon. Doch der Berliner behielt kühlen Kopf, glich zum 2:2 aus und brillierte mit harten Aufschlägen zur erstmaligen Führung in Satz 2. Diese baute er ständig aus, punktete auch mehrmals mit Assen und Schlägen gegen den Lauf von Palosi zum 5:2. Dann ein Break zum Satzgewinn mit 6:2. Knapp 1000 Zuschauer applaudierten dem Sieger, dem ersten seit 2003, der wieder aus Berlin kommt. Auf jeden Fall erstmal Respekt an meinen Gegner, dem Stefan. Ist auf jeden Fall ein sehr guter Spieler und es war ein toughes Match, war sehr eng und der Titel in Berlin ist auf jeden Fall unfassbar wichtig für mich, weil ich bin hier zu Hause. Ich habe die letzten beiden Male war ich auch knapp dran, letztes Jahr Halbfinale und dieses Jahr zu gewinnen bedeutet mir echt viel. Zwei deutsche Sieger beim ITF-Event in Berlin. Darüber freut sich natürlich auch der Deutsche Tennisbund. Bei den Damen eine Siegerin zu stellen und bei den Jungs einen Sieger zu stellen ist so gut wie optimal, ist fantastisch. Bei Jule Niemeyer, die war nun im zweiten Satz und 1:5 hinten und ein kleines Loch gehabt, aber gut wieder zurückgekommen, sehr gut und dann auch verdient gewonnen. Ähnlich war es bei Rudi, im zweiten Satz einen kleinen Hänger, aber auch er hat sich sehr gut wieder gefangen. Die Tennisfans können sich unterdessen schon jetzt auf die 42. internationalen deutschen Jugendmeisterschaften im nächsten Jahr freuen. Dann treffen sich im Steffi-Graf-Stadion wieder die Weltstars von morgen.